das Handy geben. Das ist der absolute Schrott. Das ist der absolute Rotz. Aber irgendwie ist es so befriedigend. Let's keep it quiet. Aber es ist dumm. Was zocken Sie? Ich weiß nicht mal, wie es heißt, Maudie. Du musst Sachen einfach freischalten, sozusagen. Gunbound? Noch nie gehört, ja. Gehen wir in die Mitte, ist sowieso besser. Let's go. Gunbound ist wie Worms. Oh, Derek, super nice. Ey, da kommt von Team 17, ne, das ist ja das Unternehmen hinter Worms, kommt demnächst, glaube ich, auch irgendwie so ein Horror-Game raus. Auch richtig Bock, das zu zocken. Sachen freischalten. Ah, das ist schwer zu erklären. Du hast unterschiedliche Einheiten, die unterschiedliche Dinge tun. Stell dir einfach wie Felder vor und die Felder, die musst du dann erstmal einnehmen sozusagen. Aber um die einzunehmen, brauchst du halt Shit. Du brauchst dann irgendwie so Blasen, die das dann irgendwie freiräumen alles. Schau doch mal einfach, wie es heißt. Brauchst dich nicht zu schämen. Merch irgendwas heißt es. Ich weiß nicht wie. Merch irgendwas. M-E-R-G-E und dann irgendwas noch dazu. Reaktionärer Killer. Schaut nicht den Main-Building an. Okay. Geht lieber zu PJ. Oder Toshi. Ich weiß nicht. Und Mauli, ich schäme mich nicht. Es ist ein Rotz-Game. Oh. Verletzte Leute. Double Heals, Double Heals, Double Heals? Anyone? Nö, okay. Traust dich aber nicht zu sagen, wie es heißt. Ich weiß es wirklich nicht, Maut hier. Wie gesagt, Merge irgendwas. M-E-R-G-E. Ich wette, ihr findet es. Ich sag hier selber, es ist ein Rotz-Game, aber es ist einfach unfassbar befriedigend. Es ist einfach nur so ein kleines, bescheuertes Handy-Game eigentlich. Wir laufen ganz kurz mit Nachtwache mit, Leute. Ganz kurze Bestärkung rausgehauen. Wenn der Killer hierhin committet, dann verliert er das Game. Dezentes Overcommitment. Wo ist denn PJ's Gen? Warum macht niemand PJ's Gen? Nicht PJ's. Toshis Gen da vorne hat absoluten Progress. Der Killer spielt ohne Barbecue, spielt super reaktionär. Wird den nächsten Gen verlieren.
Nochmal Scooter holt. PJ kommt mit dem Killer zum Hook, wird uns wahrscheinlich bestärken und dann einfach weitergehen. Nicht abhängen, die Vower Hope. Ich werde mich nicht heilen. Trifft das im Schrank nicht? Nein, Lilli Vanilli trifft nicht im Schrank. Tja. Drei Gems verloren. Das war kein guter Chase für den Killer. Er hätte ein bisschen auf der Multi-Pressure bleiben müssen. Sich nicht wegbaiten lassen von allen Gems. Scheiße, hat er mich gesehen? So, Toshi sitzt aber schon am nächsten Gen. Das ist das Ding. Die Gens sind nicht so schnell gepoppt, ne? Aber wir haben so viel Fortschritt an so vielen unterschiedlichen Generatoren. Das kann der Killer halt nicht aufhalten, ey. Ich jetzt schwören können, er spielt die Bauer. Für mich macht es keinen Sinn, was er nach den Hooks macht. Er ist komplett clueless im Grunde genommen. Weil er kein Barbecue hat. Er weiß dann nicht genau. Ach so, halt mal. Never mind. Das war ja der Gen. Denk dran, Toshi muss rauskommen, oberste Priorität ist schon. Erster Hook für PJ. Möglicherweise nöt. Und wir PJ vom Haken. PJ hat... Immer noch kein Cage. Wow. Nachtwache rechts unten. Wir laufen ein kleines Stück, damit wir schneller recovern. Schönes Ding. Absolut schönes Ding. Schön gespielt. Ja, mit Ability am Haken schwierig, Leute. Also M1 wäre besser gewesen. Wir waren zu nah dran. Mit der Ability, die Survivor versuchen zu hitten, wenn sie ein bisschen weiter weg sind. Aber das ist ein Killer, der gar nicht so gern campt. Er hätte viel mehr Value bekommen durchs Campen. Ich hätte schwören können, dass er die Vower Hope spielt. War heute schon Karotten-ASMR? Ja! Anna, und einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir denn? So, schön gespielt. Absolut schön gespielt. Mega nice. Auch vom Killer. Hat er auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn ein Killer nicht am Tunnel ist, nicht am Campen ist, ist es manchmal merkwürdig. Manche haben einfach keine Freude daran. Er hatte sogar Barbecue. Das verstehe ich nicht, Lilly. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe beim besten Willen nicht. Was da gelaufen ist gerade, muss ich ehrlich sagen.
Also mit Barbecue. Hm. Komisch.